machen wir. Die Spieler müssen es ja machen. Aber jetzt geht es um den Verein und jetzt muss Juri Schlünz eine Entscheidung treffen und Rolf Fuhrmann hat ihn gesprochen. Bundesliga, Juri Schlünz, die höchste Bundesliga-Niederlage in der Geschichte von Hansa Rostock. Wie bewerten Sie diese? Ja, das war heute eine ganz, ganz schlechte Leistung und es war ja, eine Offenbarung. Das war eigentlich den Fans überhaupt nicht zuzumuten, dieses Spiel heute. Sie waren gerade alle in der Kabine, die Mannschaft, Sie, der Vorstand, der Aufsichtsratsvorsitzende. Was wurde da geredet? Was ist da rausgekommen? Ja, ich habe eben dem Aufsichtsrat und dem Vorstand mal gebeten zu einem Gespräch und habe da dann gesagt, dass ich mein Amt zur Verfügung stelle, aus der Verantwortung entlassen möchte, denn ich möchte einfach auch dafür die Verantwortung übernehmen. Ich habe immer die Rückendeckung gehabt, die ganze Zeit, auch von den Fans, aber ich möchte dieses Vertrauen auch nicht missbrauchen, denn nach so einer Leistung, das war katastrophal und wir müssen aufpassen, dass wir nicht die nächsten Spiele hier wie ein Absteiger spielen. Das ehrt Sie, aber was war der Hauptgrund dafür, dass Sie sich jetzt dazu entschlossen haben? Ja, vor allen Dingen auch dieses Spiel und vor allen Dingen auch unser Punktestand. Das ist klar, wir haben einfach zu wenig Punkte und haben heute darüber hinaus noch katastrophal Fußball gespielt. Sie sind seit 36 Jahren Mitglied im Verein. Was wird aus Ihnen? Ja, darüber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Also, wenn eine Mannschaft nicht erfolgreich spielt, dann muss jemand die Verantwortung haben. Das ist dann in dem Fall der Trainer und was jetzt kommt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber Sie werden nach diesem Rücktritt doch dem Verein erhalten bleiben, denke ich mal. Ja, das werden wir sehen. Ich kann ich jetzt im Moment jetzt nicht so sagen, aber ich gehe mal davon aus. Juri Schlünz, ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke.